Ja, das ist schon ein paar Tage her. Ich habe schon während meiner Schulzeit eine große Leidenschaft für Audiotechnik entwickelt und daraufhin mich entschlossen, Elektrotechnik zu studieren. Aber gegen das Ende des Studiums, das war so 1985, habe ich gedacht, dass ich doch in die Selbstständigkeit gehen möchte und habe angefangen, analoge Lautsprechercontroller zu entwickeln. Kleine Lautsprecheranlagen und war als OM unterwegs. Und in dem Kontext habe ich Udo Röser kennengelernt, der Akustiker ist, Akustikgitarrist und zu der Zeit den Gitarrenladen in Recklinghausen gerade übernommen hat. Und aus dieser Bekanntschaft und aus vielen Bieren, die wir gemeinsam getrunken haben, ist die Konzeption eines Akustikverstärkers entstanden. Und wir haben ja mal so die Terms of Trade festgelegt. Er sollte klein sein, dynamisch, wohlklingend, easy to use, aber ganz leise so in seinem äußeren Design. Und das hat mich dann auch immer weiter gepackt und diese Geschichte Akustikverstärker ist dann zu meiner persönlichen Chefsache geworden. Und diese Dinge wie Realtime-AB-Vergleich, der Musiker hört sich, hört es aus dem Verstärker, Original und Fälschung, authentische Wiedergabe, das ist dann zum Akustik-Cube geworden. Den haben wir 1991 auf der Musikmesse vorgestellt in Kooperation mit Lakewood Guitars. Daraufhin habe ich dann mit Udo Rösner und Susanne Jans, die damals auch im Gitarrenladen Recklinghausen beschäftigt war, AER gegründet. Und im Laufe der Jahre stellten sich immer weitere spannende Fragen für mich. Wie funktioniert eigentlich ein Musikinstrument? Wie funktioniert eigentlich Hören? Und vor allen Dingen so als Elektriker, wie messe ich, was ich höre? Und der direkte Kontakt mit den Musikern und die Beschäftigung mit so wissenschaftlichen Disziplinen, sage ich mal, wie da sind Elektroakustik, musikalische Akustik und die Psychoakustik, haben über die Jahre zu der Erfahrung geführt, die ich heute habe und ja, mein Handeln und Tun geprägt. Und für mich hat sich diese Transmission Line entwickelt. Vom Musiker, inklusive Instrument natürlich, als Quelle, über das Pickup-System in den Verstärker, über den Lautsprecher wieder raus, in den Raum, an das Ohr und an die Wahrnehmung. Ja, auch so eine Sache, die das Leben beschreibt. Ich habe 2011 aus persönlichen Gründen AER verlassen und auf mich auf die Suche gemacht nach neuen Partnern, die meine Leidenschaft für Akustikverstärker auch interessieren könnte. Und ein Freund aus der Branche hat dann einen Kontakt mit Stefan Fischer gemacht. Und wir haben dann über einen längeren Zeitraum, das war so 2013 bis 2015, uns immer mal wieder über das Thema und die Konzeption unterhalten. Und er hat sozusagen Blut geleckt. Es gab dann ein erstes Treffen 2015 in St. Wendel im Frühjahr. Dort habe ich Leute aus der Entwicklung kennengelernt, Lothar Stamer. Und wir mussten einfach feststellen, Chemie passt, los geht's. Und es war und ist auch mein Wunschpartner gewesen, weil für mich die Firma eine hohe Reputation hat. Kompetenz in moderner Beschallungstechnik als eine Komponente von so einem Akustikverstärker, eine hohe Fertigungstiefe, eine kleine akustische Vorgeschichte und Standort Deutschland fand ich auch sehr kommod. Und es war dann auch eine völlig spannende Herausforderung, die Konzeptionierung eines Akustikverstärkers mit einer Rock'n'Roll Company, Kommunikation mit den entsprechenden Abteilungen, mit den Leuten.
Sensibilisierung für diesen anderen Markt, digitale Signalverarbeitung zu betreiben in einer analogen Welt des eher konservativen Akustikers. Jetzt. Also zunächst einmal ist es das Ergebnis einer ganz tollen Teamarbeit mit viel Vertrauensvorschuss in meine Person. Es war immer eine zielorientierte und lösungsorientierte Arbeit, Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Und was er technisch für mich ausmacht, ist ein extrem vielseitiges Werkzeug, um akustische Instrumente zu verstärken. Und auch, sagen wir mal, die komplizierten akustischen Instrumente wie Geige oder vielleicht auch zukünftig mal den großen Markt der traditionellen asiatischen Instrumente. Er ist sozusagen ganz nah am Original. Und es ist für mich eine neue Qualität von dem, was ich vorhin sagte, von diesem Grundkonzept, klein, laut, easy to use, sehr dynamisch. Der ist auf einer völlig neuen Entwicklungsstufe. Und der ist made in Germany. Wir haben zwei unabhängig voneinander elektrische Kanäle aufgebaut, die sehr komfortabel den Betrieb von unterschiedlichen Quellen natürlich ermöglichen. Das eine kann Gesang, das andere kann Instrument sein. Und durch diese hochwertige digitale Signalverarbeitung, die es sozusagen schon als Komponente in gewisser Form bei Just & Kettner gab, gibt es natürlich jetzt eine Vielfalt an komplexer Klangbearbeitung. Das gilt nicht nur für die Klangbearbeitung, die der Anwender zur Verfügung hat, sondern des gesamten Systems. Die Verwendung eines hocheffizienten Leistungsverstärkers garantiert hohe Dynamik als eine Grundvoraussetzung für einen gut klingenden Verstärker. Und zum Schluss, abgerundet, ist es gelungen, auch ein geschlossenes Lautsprechersystem zu verwenden, was dazu führt, dass nicht diese störenden Geräusche wie bei den herkömmlichen Bassreflex-Designs auftreten. Mein persönlicher Ansatz ist, dass der Musiker sich in erster Linie eigentlich auf sein Instrument konzentriert und dort sich musikalisch ausdrückt. Er braucht in der Regel dafür ja keinen Verstärker. Aber wenn halt die akustische Leistung nicht ausreicht in der Umgebung, in der er aufführt, dann ist natürlich der Era One gefragt. Also für Musiker, die ihr akustisches Instrument so nah wie möglich am Original lauter machen wollen bzw. müssen. Für Musiker, die sich auch inspirieren lassen wollen und motivieren lassen durch das akustische Feedback des Verstärkers, wo sie sich darauf einlassen können. Für Singer-Songwriter, die es lieben, komfortable kleine Beschallungsanlagen zu haben. Für den Akustiker auf der Bühne im Bandkontext, der sich hören möchte, der den direkten Ton braucht. Und auch für den Klassiker, der weiß Gott nicht, ein Freund von akustischen Verstärkern ist, der ihn aber auch braucht, wenn sein Instrument zu leise ist, der versteckt, gar nicht hörbar, ihn unterstützen soll. Das Ganze ist am Ende des Tages erreicht mit der Zusammenarbeit der Musiker. Messtechnik hin oder her, das letzte Wort hat letztendlich der Musiker. Viel Spaß mit dem Era One.